There are things I need of you. Things you may not understand and may not wish to do. But please, do not make the same mistakes I did. My father, Howard, deserted me before I was born. I could claim the loss of my mother, and the letter I received after her funeral blinded me to do what I had to do. It would be a lie. Human nature sealed my downfall. My name is Philip. If we are lucky, then by the time you receive this, I will be dead. If fate frowns, we all perish. Ja, willkommen zu einer neuen Trilogie für meinen Kanal. Wir spielen Penumbra. Vielen Dank an den lieben Laudings für die Spende. Ich bin sehr gespannt. Mal wieder was von Frictional Games. Ich erwarte viel. Ich bin gespannt. Penumbra. For players who are bad at action games. Okay, wir spielen es mal auf normal, okay? Mal sehen. My story began in February, year 2000. Das gibt's leider nur auf Englisch. Tut mir leid, ich werde trotzdem vorlesen. Nicht alles übersetzen, ich hoffe mal, das meiste wird klar sein. For my part in this allegory, I'm not gonna make the same mistakes my father made. Howard vanished from my mother's life before I was even in it. So when he sent me a letter a few days after Mum's funeral, it was the first I'd ever heard from him. But he was dead. Writing from beyond the grave must be a genetic habit in my bloodline. His letter contained a key, instructions, pleas for forgiveness. I figured the dead don't have much use for absolution, so I turned to his prophetic passing, which he inexplicably expected to come any day. Clearly averse to explanations, my father preferred to leave directions to a bank on Mayfair I'd never even heard of. In that bank was a safety deposit box in his name, and myself as executor. Of course, I went as he knew I would. I discovered that, despite the evidence, he'd been legally declared dead almost 30 years ago, and so the old book and collection of notes I found had, in the eyes of the law, been mine all this time. My father's instructions were to burn the documents, raise no further questions. But that was his error. No man's immune to the shameful trappings of curiosity, and my humanity got the better of me. The university I taught at was world-renowned for two things, physics and linguistics. I represented the first, and the man who stood for the second was stumped by my recent acquisition. The book was indecipherable. The notes, however, showed a location somewhere in uninhabited northern Greenland. It took me almost a year to book the last flight I'd ever take. As I watched civilization disappear along with Heathrow, I realized my father had disappeared 3 decades ago, almost to the day, and I considered in turn what it was that I was leaving behind. We landed on a strip of ice a few feet wide, and within minutes I was pulling away on a chartered boat, beginning the 12-hour journey that would lead me into my past. Grönland also. Interessant, ich dachte, es spielt in England. Nun ja. Finally, we're almost docked. I'd better show my gear. I may be far from home, but chances are I can still pick things up using left mouse, and I can take a closer look at things using right mouse. Okay. Thank you. I'm certain this map's a good decade or so out of date, but landmarks don't change much in Greenland, so I've got a pretty decent idea of where I'm heading. Okay, ich muss nochmal klicken, damit ich weiterspielen kann. Steuerung ist ein bisschen komisch. Skutsch. Empty shame. Okay. This fog closed in on us almost as soon as we left port. Haven't seen any landmarks for ages now. I don't know how they're managing to navigate. I'd be as good as lost at sea if I was on my own. Not a thought worth thinking. Ja, dafür bist du ja auch nicht alleine. Ich bin sehr gespannt, ob es spannend wird. Oh Gott, die Steuerung ist super weird. Ach, und er rennt. Er rennt. Always travel with a padlock and a key, preferably. Mine's in the inventory. Okay. Yeah. Use it. Ah, wir machen einen auf Lara.
There's not much light in here. My flashlight could come in handy. Ja, könnte es, wenn du es aufheben würdest. Habe ich keine... okay. Ah, some extra batteries to power my flashlight und deine flashlight. Could come in handy if the torch runs out of batteries. I could be able to access it through my inventory. Or with a shortcut key G. Alles klar. Kannst du es auch mitnehmen? Wow. Okay. Mal gucken mal mit Bildern. Sagt aber nichts zu. Ich schlafe heute hier. So. Ach schön. Perhaps I should leave the fisherman some privacy. Ach, ich dachte, das ist unser Zimmer und unser Text. Na gut. Haben wir hier jetzt alles? Ah. Ja, die sollten wir wohl mitnehmen. Okay. Huch. Always good to have a notebook to jot down interesting information and reminders. Steht da schon was drin? That should be everything I need. I want to get going before dark. Ich... Notes. To-do list. Nothing yet. Schön. Notes. Auch noch nichts, aber wird wohl noch kommen. Okay, dann gehen wir wohl raus. As I stepped off the boat, setting out into the blizzard that had formed around me, I realized how utterly devoted I'd been to the discovery of my father's past. I had no idea what to expect. Soon enough, my concerns were justified. I don't know whether I lost my orientation or my spirit first, but I lost feeling in my extremities soon after. A new hypothermia was setting in. I started looking for shelter. So cold, don't know where I am. Need shelter soon. Okay. Ja. Das passt jetzt aber schön zum Winter. My entire head went numb a long time ago, but I can still hear the wind roaring past. Or is that some kind of animal? Es ging zu schnell, Entschuldigung. Gleichzeitig laufen und lesen ist schwierig. What in the hell is that? I don't care, I need a shelter. Looks frozen shut, need something to break in. Haben wir nix? Kannst du so ein Fass nehmen? Haben wir irgendwas im Inventar? Kannst du damit drauf fahren? Nee, kannst du wohl nicht. Okay, ich hoffe, wir können hier nicht sterben, wenn wir zu lange im Kalten sind. Energieanzeige haben wir quasi hier. Okay. Ist ein bisschen wie Amnesia, also. Sehr schön. Ist blind für mich, tatsächlich. Aber ich denke mal, das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich es bekommen habe. Okay, nee, da geht's wohl nicht. Ach, verdammt, wo geht's denn hin? Ich muss da rein! Kann ich so einen Stein mitnehmen? Ah, da wird es mir gleich auch kalt. Ich mache hier so einen Stein. Ja. Habe ich rausgefunden. Aber jetzt laufen wir ganz langsam. Können wir eigentlich sprinten? Nicht so wirklich. Geh auf! Jesus Christ! Ich glaube, das funktioniert nicht. Why? Why not? Ah, doch. I hope to God it's not frozen inside as well. So weak, but if I just... Yep. Okay, mit R. Dreh es. Oh Gott. Oh Gott, die Steuerung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, das ist richtig filmschick. Dreh, dreh. Ich dreh, dreh, dreh. Hast? Ist auf? Ist nicht, ne? Ist nicht auf. Mach auf. Ist bestimmt auf jetzt. Ach Gott, ich versteh's. Die Steuerung ist echt nicht geil, ne? Das mit R hilft echt auch nicht. Warum geht's nicht auf? Warum geht's nicht auf? Geh auf. Ich will rein. Es ist kalt. Ich krieg's nicht weiter gedreht. In keine Richtung. Do something. Mir mal einen Tipp.
uns weder in die Richtung drehen noch in die. Es hängt fest. Also muss es doch auf sein. Er macht nichts anderes als drehen. Hilfe! Ja, dachte ich mir nämlich, aber ich verstehe nicht, wie ich da reinkomme. Ach, das hättest du auch früher haben können. Ich drück da doch die ganze Zeit rum. Scheiße. Ja, ich spiele das hier zum ersten Mal. Es ist noch sehr gewöhnungsbedürftig. Ich bin noch nicht so drin. Jesus, my heart, I can't believe I fell that far and survived. Although, looking around, maybe I didn't. What is this place? Ich schätze mal, das ist für euch viel zu dunkel. Ich hab's jetzt mal nach Spielvorschlägen dunkel gemacht. A heavy looking wooden barrel could be anything inside it. Aber ja, ich muss euch das unbedingt heller machen, dann später auf YouTube und für den zweiten Part mach ich's dann auch hier im Spiel. Empty boxes of ammunition. What is this place? Ah, das nehmen wir mal. A steel rod. Nehmen wir erstmal das. Kannst du das kaputt haben? Nein, kannst du nicht. Aber du kannst das da nehmen. Hast du es genommen? Nein, hast du nicht. Was ist da hin? Die Eins? Chris, what am I thinking? I am... Christ. Christ, hey. Mach's halt kaputt. Flares, okay. Noch mehr Flares. Nahrung. Let's see. I can swing the hammer over hold left mouse. I can make a backswing by pulling the mouse right. And then follow through by pushing left. The opposite works too. Pulling back and then thrusting forward produces a stabbing motion. I reckon if I hold down right mouse after the backswing, I should still be able to look around. Das wird, ich glaube, kämpfen wird hier so ein bisschen... ...bisschen fieser. Die habe ich auf F. Okay. Zeig mal. Ist irgendwie lustig. Okay. Können wir noch was mitnehmen? Nein, können wir nicht. Ich schätze mal, wir müssen sehr sparsam mit Batterie und so sein. Ich würde gerne das da gucken. Und was war drin? Nix. Could be anything inside it or nothing. Na toll. Okay. Kannst du das kaputt haben? Ah. Ich hab's genau gesehen, darunter lag's. Macht das weg. Ja. Da, gib mir das. Nein, gib mir das. Okay. Ich bin mal gespannt, ob es sehr gruselig wird. Ich kann es nicht ganz einschätzen. Zack, there must be something in the way. Okay, es ist wirklich wie Amnesia. Finde ich schön. Aber er schreibt es nicht zu den Notes. I'm in some kind of underground installation, but the only door out of the room I'm in is locked. Need to find some way around. Na gut. Es hieß doch, das hier geht fast kaputt. Kannst du es einfach so? Ne, kannst du nicht. Aber hiermit bestimmt. Smash it! Komm schon, du hast gesagt, es geht fast kaputt. Geht's aber nicht. Uah. Verdammt. This hole's been boarded up a long time ago. The wood looks pretty soft now. Ja. Ist schön, deswegen machen wir es kaputt. Ah ja. Und jetzt kannst du da mal weggehen. Ah. Ah. Mach das wieder aus. Metal Shelf. Ja, geh weg. Merkt ihr, dass ich gerade noch so ein bisschen Problemchen damit habe? Ah!
Ah, okay. Okay, ist wirklich wie Amnesia. Wie mache ich das? So, mit Steuerung. Oh, Fev. Nicht so Fev. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Boah, ich merke das schon. Ich werde mich wieder sowas von verlaufen in diesem... Nee, hierher kamen wir. Stopp, ich bin gerade schon an unserem Ausgang vorbeigelaufen. Spiel, sag mir das doch. It looks like some kind of industrial mechanism, although there's a hole in the center and no way to operate it. Noch nicht. The hatch is seriously solid. It went open by hand. Someone obviously wanted to keep people out or in und irgendwas wollte gerade rauskommen. Hallo? Das geht doch nicht. Geht der Hammer nicht irgendwann kaputt? Ich hoffe nicht. Okay, nichts drin gewesen. Können wir die Stange da reinstecken? Ah ja. Und jetzt drehen. Tatsächlich. Aber wozu? Naja. Auf jeden Fall auch nur so weit. Ich hab's damit aufgemacht. Okay. Aber ich will gar nicht zu dem Ding, was da gerade raus wollte oder mich ängstigen wollte. Gucken wir erstmal, was noch hier so ist. Ich weiß auch gar nicht, gibt's hier Monster? Was für Monster? Okay. Ja, ich hab Angst. I don't know where this leads, or what's waiting for me, but unless I want to starve to death, it's my only option. Besides, maybe this place has something to do with my father. Yeah, maybe. Whatever I was descending into, it was 100 feet below ground, protected by 2 solid metal hatches, located in a remote Arctic wilderness and buried beneath the snow. I didn't know what to expect, but it made me feel something I hadn't felt since I was a child. I'd never given it much thought before, but I realized that our entire society is a network of safety nets. Emergency services at the end of a phone line, health and safety in the workplace, friends, family, lovers. All there, if something goes wrong, part of a carefully designed structure to prevent all but the most mundane of emotions. Once again, I felt like I did when I was in school, surrounded by a closing ring of older kids, knowing anyone that might help me, friends, parents, teachers, were too scared or too far away. I've jotted down a note just in cases. Stimmt doch gar nicht. There could be anything living down here. Heroics are for Hollywood actors and fairy tales. I'm not taking any chances. If I face off against anything down here, I won't last a second. Caution and stealth are my own defenses now. If anyone or anything hears me, I'd be best off staying low and out of sight until I know whether or not it's a threat. Crouching by pressing left control will give me the chance to hide in the shadows. I know I've got it right because of the blue tint to my vision. Plus, I should be quiet enough that I won't be heard unless something's right on top of me. Better remember to shut off any light sources, though. Ich hab Angst. Scheiße. My best bet is to hide for a couple of seconds or so perfectly still. That'll make me probably hidden. Scheiß dran. Jetzt schon! Ich habe noch gar nichts gehört. Ah. Like that, I'll be virtually invisible. And after some time, I should get my vision back. Not as heavy as it looks. Still, it should serve as some form of weapon if I have to defend myself. Sie fragt, ob es hier Sinn macht. In der Nische hat es nämlich keinen Sinn gemacht. Aber ich sehe auch kein Monster. Ich habe auch keine Musik gehört. Kann ich aufstehen? Geht das schon? Ich glaube, das jetzt war nur zum Lernen, oder? Ich weiß es nicht genau. Naja, Leute, der erste Part ist vorbei. Es ist noch nicht viel Spannendes passiert, aber mir wurde viel gesagt, was mir Angst macht, was hier noch alles so kommen wird. Ich hoffe, euch wird es Spaß machen, ja? Also, wenn ihr mal so eine richtig panische Katze haben wollt, die sich fast in die Hose macht, dann schaut mal meine Amnesia Let's Plays. Ich bin mal gespannt, was das hier so zu bieten hat. Es scheint momentan sehr vielversprechend zu sein.
Ich bin gespannt. Ich hoffe ja auch. Danke fürs Zusehen. Bis dann.